So, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute mal wieder mit einem Fahrzeug mit Schiebetür, will heißen, wir haben auch tatsächlich wieder ein absolut großes Familienauto dabei. Den Citroën Space Tourer haben wir heute dabei und zwar in der Business Lounge Version. Das heißt Lounge, das klingt schon mal schön entspannt und viel nach Platz. Ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt mal äußerlich an. Wir schauen uns innen an. Wir schauen natürlich, was die Platzverhältnisse machen, ob wir da für Kind und Kegel genügend Reisekomfort und Platz haben. Und am Schluss gibt es noch einen Fazit nach dem Fahrbericht. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Citroën Space Tourer. Schauen wir uns den Citroën Space Tourer doch mal ein bisschen genauer an. Witzigerweise, der Citroën Space Tourer ist einer von vieren. Also es gibt insgesamt Vierlinge, so gesehen, von dem Fahrzeug. Den Opel Zafira Live hatte ich euch schon vorgestellt. Das Video verlinke ich euch oben rechts einmal. Dann haben wir jetzt den Citroën Space Tourer. Und es gibt noch den Peugeot Traveller sowie den Toyota ProAce Verso, wie er genauso heißt. Dann gibt es das Fahrzeug auch in verschiedenen Längen, aber dazu kommen wir gleich auf der Seite. Zunächst einmal vorne haben wir das typische Citroën-Markengesicht bekommen mit dem Doppelwinkel. Sehr schön finde ich auch, dass man diese Chromleisten, die den Doppelwinkel einschließen, bis in die Scheinwerfer verfolgen kann und sie dann auch quasi einmal sich miteinander verbinden. Wir haben hier hochstehend, horizontal ausgerichtet, die LED-Nebelscheinwerfer, Entschuldigung, nicht Nebelscheinwerfer, sondern das LED-Tagfahrlicht. Nebelscheinwerfer befinden sich darunter. Wir haben hier Bixenon-Scheinwerfer. Die Bixenon-Scheinwerfer, muss ich allerdings sagen, haben keine sonderliche Helligkeit zu bieten. Die Ausleuchtung ist auch eher mau. Da würde ich mal warten, bis tatsächlich die Modellüberarbeitung kommt. Vielleicht haben wir ja dann tatsächlich Voll-LED-Scheinwerfer. Und da gibt es dann durchaus mehr Licht und mehr Sicht. Auf der Seitenlinie, ja, das ist halt so ein typischer Bus, muss man einfach mal sagen. Wir haben hier übrigens die Variante XL. Es gibt XS, es gibt M und es gibt XL. Die unterscheiden sich natürlich um die Gesamtlänge. Die XS-Variante ist 4,61 Meter lang. Die M-Variante ist 4,95 Meter lang. Und er hier, unsere XL-Variante, hat 5,30 Meter und ist sozusagen die maximale Ausbaustufe, die wir hier für den Citroën Space Tourer bekommen. Der Wagen steht hier auf schicken 17 Zoll Leichtmetallrädern, die Serie sind. Bei der Business Lounge-Variante ein sehr interessantes Feature für meine Begriffe am Heck ist die separat zu öffnende Heckscheibe. Ich persönlich finde so ein Detail sehr, sehr praktisch, da man relativ leicht kleine Gegenstände noch reinlegen kann. Das Ganze macht aber auch dann nur Sinn, wenn man die kleine Hutablage nimmt, die hier drinnen ist, für 100 Euro Aufpreis, was ich eine absolute Frechheit finde, dass man dafür Geld verlangt. Die Heckklappe selber ist riesig und öffnet nicht elektrisch, hat aber auch seinen Vorteil, dass sie nicht elektrisch öffnet, denn sie braucht sehr viel Platz nach hinten. Ich persönlich habe ja hier genügend Platz, aber ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt den Kofferraum an. Ein Familienvan sollte natürlich auch entsprechend viel Gepäck hier hinten in den Kofferraum reinpassen. Beim Citroën Space Tourer in der XL-Variante ist davon mehr als ausreichend Platz. Also natürlich auf 5,30 Metern haben wir erstmal schon mal ordentliche Abmessungen. Hier ist übrigens die Ablage, die Hutablage, wofür Citroën tatsächlich 100 Euro haben möchte. So, schauen wir aber dann tatsächlich hier in den Innenraum. Quadratisch, praktisch und sehr gut. Während wir beispielsweise noch beim Zafira Live in der M-Variante noch Probleme hatten, unseren Handgepäckstrolley flach auf den Boden zu legen, und zwar von der Länge her, haben wir jetzt mehr als ausreichend Platz. Hier passen große Koffer jetzt bereits dann hin, wenn die dritte Sitzreihe ganz nach hinten geschoben ist. Die können wir natürlich einzeln auch ausbauen, die Sitze. Wir haben hier insgesamt 4 Einzelsitze, weil in der Business-Version Punkt 1 haben wir nämlich da in der Mitte noch einen ausklappbaren Tisch. Wir können optional uns auch noch einen dritten Sitz in der dritten Reihe dazu ordern, sodass wir dann tatsächlich einen 7-Sitzer haben. Jetzt ist es ein 6-Sitzer.
Sehr interessant. Wie gesagt, die Sitze können tatsächlich einwandfrei umgelegt werden. Sie können aber auch tatsächlich hier entsprechend ausgebaut werden, wenn man die Lasche zieht. Genau, dann zieht man das Ding nach hinten, dann kann man es hochklappen und die Sitze sind dann auszubauen. Ich sage aber gleich, sie sind erstens sackschwer, zweitens muss man sich überlegen, wo man die Dinger danach hinstellt und drittens sollte man sich das überlegen, ob sie denn tatsächlich wirklich ausgebaut werden müssen. Klar, wenn ich maximal Länge von 3,51 Meter Ladelänge haben, nutzen will, dann müssen die Dinger natürlich raus. Klare Geschichte. Dennoch, in meinen Augen braucht man das in den seltensten Fällen. Sehr praktisch übrigens, alle Einzelsitze haben Isofix und Top-Tieter. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal den Sitzplatz hier in Reihe 2 geschnappt. Äußerst bequem. Wir sitzen hier in der Business Lounge Variante des Space Tourers. Platz ist hier wirklich ohne Ende. Die Einzelsitze sind übrigens perfekt und wirklich easy verstellbar. Das sieht man sehr schön. Der Verstellbereich ist auch extrem groß. Entweder ich mache es mir hier hinten wirklich extrem bequem, kann die Beine komplett ausstrecken, selbst wenn der Sitz auf meine Größe von 1,78 eingestellt ist. Oder aber ich schiebe den Sitz hier ein bisschen weiter nach vorne. Dann entsteht natürlich genügend Reisekomfort und Sitzplatzabstand für die Reihe 3. Und die springe ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir steigen hier gepflegt aus. Aussteigen ist relativ leicht. Dann, der Sitz wird hier easy peasy umgelegt. Kann dann einfach mit einer Hand leicht nach vorne geschoben werden. Und dann ist der Einstiegsbereich auch komplett frei. Sehr leicht. Selbst ich als etwas breitere Person komme da ohne Probleme rein. Kann mich hier easy hinsetzen. Und jetzt kommt die Besonderheit eben des Business Lounge Teiles. Und zwar hier drin befindet sich ein sehr praktischer Arbeitstisch. Das Teil hier ist wirklich aus Aluminium. Es ist saustabil. Das merkt man. Und da lässt sich hervorragend mit Laptop oder ähnlichem arbeiten. Also für diejenigen unter euch, die so ein Auto tatsächlich geschäftlich nutzen wollen, würde ich mal sagen, ist das Ding perfekt. Ja, dann natürlich den Sitz wieder drauf einstellen, so wie ich das benötige. Und dann kann ich hier mein Laptop, Tablet oder ähnliches aufbauen. Habe noch zwei Getränkehalter hier. Für diejenigen, die Hilfe benötigen, hier gibt es noch eine schöne Schlaufe zum Reinziehen. Sehr faszinierend auch, wir haben eine schöne Dachkonsole hier oben, die tatsächlich auch die Klimaanlage hier für den Fond regelt und auch das Ganze sehr effektiv. Das heißt, selbst hier hinten heizt sich der Innenraum sehr schnell auf oder aber kühlt sich auch entsprechend ab im Sommer. So, dann klappen wir den Ding hier wieder ein. Der Tisch wird runtergeklappt und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie jetzt die Fahrerposition ausschaut. Jetzt habe ich es mir vorne auf dem Fahrersitz mal gemütlich gemacht hier im Citroën Space Tourer. Ja, Platz haben wir ja gesehen, ist bereits im Fond und im Kofferraum schon mehr als genug. Für den Fahrer ist es hier auch sehr angenehm. Ich habe den Sitz auch auf meine Größe eingestellt, beziehungsweise ich gehe natürlich noch ein bisschen weiter vor. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, ist auch ausreichend in Höhe und Tiefe verstellbar. Ist jetzt vielleicht nicht der riesige Bereich, in dem sich das Ganze bewegt, aber das ist völlig ausreichend. Wir haben ein 3-Speichen-Lederlenkrad hier verbaut, das an sich auch wirklich easy aufgebaut ist. Wir haben hier links tatsächlich die Audiobedienung. Wir haben rechts alles, was sich um das Telefon oder die Sprachsteuerungsbedienung geht. Hier allerdings, das ist ein bisschen ungewöhnlich, wir ändern hier tatsächlich dann den Sender, was jetzt nicht wirklich so hundertprozentig passt. Ich würde eher sagen, normalerweise gehört das Bordcomputerrad, was hier links ist, eher nach rechts und das Audiorad nach links, weil wir auch die Audiobedienung links haben. Darunter befindet sich dann der typische Lenkstockhebel hier für den Tempomaten hinter dem Lenkrad. Wir haben zwei Schaltpedals, um in die 8-Stufen Wandlerautomatik eingreifen zu können, wenn wir das dann möchten. Wir haben ein Head-Up-Display. Wir haben analoge Instrumente und wir haben ein kleines farbiges Bordcomputer-Display.
Dann haben wir hier einen sehr kleinen für mich mittlerweile. Von der Größe her gibt es da wesentlich modernere Systeme als hier das Navigationssystem mit dem 7 Zoll Schirm. Ich persönlich finde, es reicht natürlich vollkommen aus. Die Auflösung ist gut. Dennoch sage ich jetzt einfach mal, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, wie etwa den Ford Tourneo Custom, den ich euch schon ausreichend vorgestellt habe, da findet ihr das Video ebenfalls oben rechts. Da ist der Schirm deutlich größer, ist freistehender. Okay, ein freistehendes Display muss es nicht sein. Dennoch, ich könnte mir vorstellen, dass hier so ein 8 Zoll Bildschirm deutlich besser wäre. Wir haben Luftausströmer, die immer in der richtigen Höhe sind. Wir haben hier auch ein riesiges Ablagefach hier oben drinnen. Wir haben ein zweigeteiltes Handschuhfach. Wir haben hier ein großes und da unten nochmal ein etwas kleineres Handschuhfach. Das heißt, Ablagemöglichkeiten gibt es hier zuhauf. 12 Volt Steckdose haben wir hier. Wir haben einen USB-Anschluss, der auch gleichzeitig für Apple CarPlay oder Android Auto zuständig ist. Wir haben hier die Klimaautomatik. Ich persönlich finde die sehr schön aufgebaut. Auch das Wippen hier, um die Temperaturen einzustellen, ist sehr angenehm. Das Mediasystem, wer schon mal die Citroen-Videos von mir gesehen hat, der kennt das System mittlerweile. Auch hier Schnellwahltasten an der Außenposition und ansonsten der Rest wird über Touch gemacht. Da wir hier die Automatikversion fahren, haben wir jetzt hier auch den digitalen Wählhebel. Wir haben alles natürlich, es ist ein By-Wire-System, das heißt also, es wird elektronisch angesteuert, die Gangwählstufen. Eine Rückfahrkamera gibt es für diesen riesigen Van ebenfalls. Jedoch muss ich leider sagen, dass die schlicht und ergreifend bescheiden aufgelöst ist. Also da dürfte Citroën auf alle Fälle nochmal nachbessern, denn die Auflösung ist einfach extrem schwach und man sieht da wirklich kaum etwas. Das ist eher so als grob Orientierungshilfe zu sehen, denn als richtige Rückfahrkamera. Ansonsten sitzen wir angenehm hoch hier. Das ist so typisch, was alle Busse gemein haben und was man dann auch nach einer gewissen Zeit zu schätzen weiß. Wir haben auch übrigens hier noch Tasten angebracht, um die elektrischen Schiebetüren von hier aus zu öffnen oder zu schließen. Ist natürlich für einen Shuttle-Service ganz klar perfekt ausgelegt. So ein Familienshuttle zu fahren ist natürlich erstens verantwortungsvoll und grundsätzlich braucht es einfach auch Platz. Die Platzverhältnisse haben wir uns ja jetzt gerade angeschaut, aber die interessante Sache ist es, wie ist es denn hier als Shuttlebusfahrer? Hier vorne links. Mit dem Citroën Space Tourer hat PSA es zumindest geschafft, wie gesagt, 4 Modelle auf einer Plattform auszubilden. Mit dem Traveller oder aber dem Opel Zafira Live oder eben dem Toyota ProAce Verso. Der Space Tourer ist dabei natürlich vom Fahrverhalten quasi wie die anderen auch. Also da wird sich nichts verändert haben, wobei mir eins auffällt. Denn ich bin den Opel Zafira Live ja gefahren und da kann ich mich nicht daran erinnern, dass das Lenkgefühl so extrem, indirekt war. Also man kurbelt hier schon sehr, sehr stark. Also das merkt man halt vor allem im Stadtverkehr. Da sind die Umdrehungen, die man benötigt, sehr, sehr viele. Die Lenkwinkel sind weit. Gerade wenn man im Parkhaus unterwegs ist, dann ist das oft ein starkes Hin- und Herkurbeln und man muss auch mehrfach umgreifen. Das macht das Ganze etwas unpraktisch im Alltag. Praktisch im Alltag ist, der Wagen ist doch für seine Größe wirklich sehr gut einsehbar. Die großen Fensterflächen machen das Ganze sehr einfach handelbar. Selbst mit einem 5,30 Meter Schiff kommt man hier wirklich überall gut durch. Und ich persönlich hatte jetzt keine größeren Probleme, irgendwo in irgendwelche Parklücken zu kommen. Klar, die großen Türen, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen beim Ein- und Aussteigen, weil es ein bisschen, so ein bisschen reinschlängeln ist, wenn die Parklücke arg schmal ist. Dennoch kommt man einwandfrei rein. Der 2 Liter Turbodiesel, der hier unter der Haube steckt, bietet 177 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment und ist gekoppelt an ein 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe aus dem Hause Aisin. Diese Kombination funktioniert wirklich gut. Der Vortrieb ist ausreichend kraftvoll
Und von der Sparsamkeit kann ich persönlich auch nicht meckern. Ich fahre hier dieses Schiff im absoluten Alltagsbetrieb, so wie ich alles andere auch fahre, mit rund 8,5 Litern. Das finde ich für die Größe und für die Masse, die wir auch bewegen, von knapp 2 Tonnen durchaus passabel. Bei den Assistenzsystemen sollte sich PSA allerdings nochmal das Flaggschiff hier ein wenig anschauen, denn die Assistenzsysteme sind einfach noch nicht auf dem aktuellen Stand angekommen, den man bis dato schon bietet. Das heißt, teilautonomes Fahren ist mit dem Fahrzeug nicht möglich, denn wir haben keine aktive Spurführung. Der Abstandsregeltempomat arbeitet auch erst 30 Stundenkilometern und bremst das Fahrzeug auch nicht bis zum Stillstand ab. Der tote Winkelassistent ist eine absolute Empfehlung und auch wirklich sehr, sehr gut von seiner Funktionsfähigkeit. Auch der Notbremsassistent funktioniert zuverlässig. Es gibt Ende des nächsten Jahres kommt auch eine elektrifizierte Variante, eine reine E-Variante. Das heißt also, vielleicht ist das für den einen oder anderen da draußen durchaus interessant. Aber das würde mich mal interessieren, ob das für euch wirklich ein echter Punkt Kaufinteresse wäre, ein solches großes Fahrzeug mit reinem Elektroantrieb. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Bin mal sehr, sehr gespannt, was ihr darüber sagt. Was den Federungskomfort angeht, ist der Citroën Space Tourer wirklich ein schöner Komforttreter. Da merkt man wenig Bodenunebenheiten. Er federt schön ein wenig nach bei Wellen. Nur lediglich tatsächlich, mein Gott, wie es so ist, Kanaldeckel oder Frostaufbrüche, die spürt man, aber sie sind deutlich besser abgemildert als in so manch anderem Fahrzeug. Da denke ich mir zum Beispiel an den Ford Tourneo Custom zurück, den ich euch schon vorgestellt habe. Der war da deutlich straffer in der Federdämpferabstimmung, als es tatsächlich der Space Tourer ist. Am Ende der Dienstfahrt stellt sich natürlich immer die große Frage, kaufen oder nicht kaufen. Für meine Begriffe, klare Kaufempfehlung für dieses Fahrzeug. Der Citroën Space Tourer bietet Platz in Hülle und Fülle. Als Business-Lounge-Variante ist er natürlich für Shuttle-Dienste bestens geeignet. Oder aber, wenn man wie ich nur 2 Kinder hat, dann kann man natürlich den Kindern hier extrem viel Platz und auch Komfort bieten, auch auf Reisen. Platz für den Koffer oder aber den Kinderwagen finden wir hier hinten im Fond ohne Ende. Ob es jetzt allerdings natürlich die XL-Variante sein muss mit seinen 5,30 Metern, das ist eine andere Geschichte. Gerade wenn man in der Stadt wohnt, wird man wahrscheinlich mit 5,30 Metern völlig überfordert sein. Sowohl Parkhäuser als auch Parklücken stellen einen da vor eine gröbere Herausforderung. Ich persönlich würde wahrscheinlich die L-Variante nehmen und mir wird wahrscheinlich sogar 150 PS mit einem Handschaltgetriebe reichen. Die Frage ist, was würde euch da draußen denn reizen? Nehmt ihr klein, mittel oder groß? Seid ihr Großfamilie, Kleinfamilie oder Shuttle-Unternehmen? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare genauso, was ihr über das Preisgefüge sagt. Denn 52.000 Euro kostet der Wagen, so wie er hier steht. Ich persönlich finde 52.000 Euro für das Gebotene mit der Ausstattung und in der Größe völlig in Ordnung. Was ist eure Meinung? Schreibt es mir unten in die Kommentare und lasst uns jetzt ein wenig über den Citroën Space Tourer diskutieren. Ich würde mich freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Schenkt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber wenn Dislike, dann unten reinschreiben, was ich verändern soll, damit ich es weiß. Und damit sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.